Moin! Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Yo Eras Total Conquest Let's Play. Yo, mit diesen Irakern. Assalamu alaikum. Und, Yo. Uyid Dynasty, genau. Und, yo, wir sind im letzten Part doch ein bisschen zu vorsichtig gewesen. Ich wollte einfach mal auf Nummer sicher gehen. Wir müssen jetzt aber doch wieder in den Krieg. Wir haben genug Geld. Also ein bisschen nachgedacht, ja. Und Riders. Okay, nehmen wir nochmal einen. Und Bogenschützen, genau. So. Wir müssen halt, ja, schauen, dass die Händler genug zu tun haben und so weiter. So, wir haben keine Missionen. Nächstes Halbjahr. Ja. Was haben wir jetzt? Haben wir jetzt wieder Sommer? Okay. Ja, wenn ich jetzt nur ein Part aufnehme, ich bin nicht so gut drinnen, oder? Also ich muss halt manchmal doch auch ein bisschen. Okay, Bulgarien wurde größer. Ich finde irgendwie die großen Königreiche werden zu schnell groß. Weil es gibt keinen Hotfix für die kleineren, für die ja, weniger weiten Zeitalter. Finde ich jetzt nicht so gut, wenn ich dann einen großen Gegner habe, wie zum Beispiel Ägypten oder so. Aber okay. Land Clarence ist wahrscheinlich das Gehöft oder so gewesen. Das, ja. Die Farm, ja, ja. Okay. Hat nur keine Farm drauf. Gell. So, also. Die haben irgendwie Cheese, die haben. Die essen Käse. Treue, okay, die haben zusammen. Gute Beziehungen, machen irgendwas zusammen. Also, ich möchte jetzt gerne einfach mal kurz schauen. Wie. Sultan! Befehle? Das waren die guten Truppen, die. Sultan! Befehle? Wie das aussieht mit der Loyalität, okay. Also, Rebellen haben wir hier. Das machen wir mal ein Auto. Wir stellen uns ihnen ehrenvoll! Okay, wir haben ein paar. Ja, das ist bei Autobattle halt manchmal der Fall. Alhamdulillah! So, wo euer haben Glaube wir das nächste? Und euer wir haben Mut hier haben triumphiert. Ägypten. Auch Ägypten, das ist nicht so gut. Es ist zwar neutral, aber die haben... Die sind gigantisch groß. Nein. Sollen wir Ägypten angreifen, weil Handelsrecht haben wir, verwechselt ihr mich mit einem Diplomaten, Sadik? Ägypten. Ich würde jetzt mal sagen, wir greifen Ägypten an. Wir brauchen hier im Süden auch noch mehr Land. Wir werden es eventuell bereuen, aber ich habe sonst nichts. Wie mein Sultan befiehlt. Naam. So, und zwar, ich glaube, ich habe keine Handelsrechte. Also, das haben wir schon mal. Umdenken wegen den Zahlen. In den Richtungstasten und nicht Real Estate. Ihr wünscht? So, na, wo haben wir denn wie hier ihr wünscht, Sultan. Eine na, Stadt? Wir gehen mal zu na, denen hier rüber. Hier gegen die ich, muss Sultan. Ich auch relativ früh Krieg machen. Und hier oben haben wir ja noch... Haben wir nicht noch eine Stadt hier gehabt? Wieder. Ja, genau. Dann gehen wir mal. Wir müssen hier auch noch schauen. Ich brauche so langsam den Spion. Hier. Okay, wir hätten vielleicht die Diebesgilde zuerst machen sollen. Damit wir uns daran erinnern. Wenigstens eine Gilde mal in der Hauptstadt zu haben. Machen wir mal die Diebesgilde dann. Und hier müssen wir wahrscheinlich, dass wir. Ja. Ich glaube, das sind die mit den vielen, ne? Das sind beide gleich viel. Die sind besser.
Gut, Geld haben wir, den lassen wir hier. Schauen noch mal kurz auf die Bewertung. Es ist immer noch 2%. Ah ja, der Diplomat haben wir vergessen hier unten. Können wir die irgendwie provozieren, dass sie uns angreifen? Weil wahrscheinlich haben sie ein Bündnis, was uns ein bisschen schlecht dastehen lässt. Was ist der Wille des Sultans? So geil, so wie ihr wünscht, Sultan. Klang der Kirche. Namen. Wie ihr wünscht, Sultan. Namen. Wie ihr wünscht, ah, jetzt Sultan. Jetzt haben wir die zwei. Hier raste ich, Sultan. Ein römischer. Saida, mächtiger Sultan. Ja, das ist ja römisch. Eine andere. Namen. Farbe von der ja. Wie ihr wünscht, Mann. Sultan. Namen. Okay. Hier raste ich, Sultan. Okay, ein Kreuzzug nach Kairo. Okay, das kommt uns zu. Wenn das Christentum an sich in Gefahr ist, ist es eines jeden Christen Pflicht, alles Heilige zu verteidigen. Seine Heiligkeit der Papst hat einen Kreuzzug ausgerufen, das gelobte Land von den Ungläubigen zurückzuerobern, die christlichen Pilgern die Reise zu den heiligen Orten verweigern. Die Armeen des Christentums müssen endlich ihre Differenzen beilegen und sich unter einem Banner vereinen, im Zeichen des Kreuzes, Gottes Kindern zurückzugeben, was rechtmäßig ihr ist, oder bei dem Versuch zu sterben. Gut. Ist natürlich etwas Spektakuläres. So, der Burgund ist mit dem Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation hat aufgelöst. Nein, declared ist, sie sind alliiert, okay, doch. Und die wurden verbündet, also die wurden, weiß nicht genau, wie es heißt. Genau, Heiliges Römische Reich. Ah, wahrscheinlich haben sie, ja, ein Volk hat irgendwie aufgegeben und sie wurden Vasallen, glaube ich, heißt es. Genau. So, also, wir gehen weiter nach Süden. Wie mein Sultan befiehlt. Nach Dubai. Natürlich, Sultan. Zu Diensten. Wir brauchen diese Stadt hier. Wir werden ja vielleicht etwas ein bisschen bereuen. Aber gut. Gehen wir mal mit dem hier. Hier raste ich, Sultan. Nahen. Hier raste ich, Sultan. Hier raste ich, Sultan. Dann auch nochmal hier. Ausbieten, ausbieten. Nochmal so einen. Die sind sehr schlicht. Schweden hat doch irgendwas geplant. Die haben sehr lange irgendwie gebraucht. Und auch Oströmisches Königreich. Ich kenne immer es von einfach Byzanz, aber das war damals wahrscheinlich entweder noch nicht. Oder, ja, sie haben es einfach umbenannt. Bulgarien, Sadom, also, und wo sind die? So weit weg. Schaffen wir das überhaupt dort hoch? Ja. Diplomatische Mission. Ihr wünscht? Namen. Okay, ein, hier zwei Runden. Raste ich, Sultan. Gut. Jo, jetzt ist es wieder positiver. Militär ist irgendwie gut, ja? Da ist einfach eins mega groß und wir haben nur 7% davon. Von allem. Aber wir haben gut. So, Krieg von Polen gegen Kalifat. Batmir-Kalifat. Das ist wegen dem Kreuzzug, okay. Frankreich gegen Heiliges Römisches Reich. Weswegen die zwei jetzt Krieg haben. Wahrscheinlich einfach, weil sie Nachbarn sind. Und die zwei haben ja auch gegen Kalifat. So, und das sind einfach diese Ägypter. Wie mein Sultan. Also, dann muss ich diese Stadt eigentlich erobern. Die hat nur eine Deckenwall. Das
könnte ein bisschen gefährlich sein. Das soll ein bisschen mehr Safe Game machen. Lass ich das mal. Oder nein. Du, einfach das War weg. 7. Taste. Wie mein Sultan. Mal probieren, ob wir schaffen. Ja, Sultan! Wir sind zum Angriff bereit! Krieg! Ihr steht vor ihren Mauern. Ich glaube, die werden langsam ein bisschen weich. Ist es nun Zeit zum Angriff, Krieg. Sultan? Der Krieg ist auch schlottrig, ja. Und noch zwei Runden hier. Ich fühle mich jetzt schon sehr Sultan. Viel wie ihr wünscht, Sultan. Nicht mächtiger, aber ich weiß jetzt so langsam, was ich genau machen soll und was nicht. Also ein erfahrener Krieg ist erfahrener. So, wir müssen eigentlich direkt angreifen jetzt. Okay, die stocken natürlich auf. Bereiten sich vor, die wissen ja jetzt, dass sie angreifen. Das war eigentlich im Mittelalter nicht so, oder? Also, dass die Kreuzzüge einfach dann dorthin gingen und dann haben sie eine Stadt natürlich erobert, die sie erobern mussten. Die Feinde es gar nicht so richtig wussten. Okay, Oströmisches Kaiserreich hat ja gut bessere Beziehungen jetzt zu uns. Und wir bereiten uns noch kurz vor. Wir brauchen einfach diese Leute. Ja, und die Bogenschützen auch. Noch eine Runde und wo ist jetzt hier dieser. Ihr wünscht? Irgendwo hier noch eine Stadt finden. Hier raste ich. Wir waren da im ersten Part da oben irgendwann so. Ja, mein Meister. Wie ihr wünscht, Sultan. Oh, Konstantinopel. Hier raste ich, Sultan. Das ist das, das ist doch diese Kirche da. Hagia Sophia. Nein. Wie heißt die Kirche? Was ist der Wille des Sultans? Der, sag schon. Ja, das große Teil, es ist ja keine Kirche, weil es ein Islam ist. Jo. Ich kenne mich mit Islam leider nicht so Saida, gut aus. Mächtiger Sultan. Müsst ihr mal ein bisschen nachforschen. So, die Namen und so Sachen kann ich halt einfach nicht so flüssig sagen. Gut, dann greifen wir an. Wie mein Sultan befiehlt. Dies wird ein ehrenhafter Kampf. Okay, nur 22 verloren. Das wäre jetzt besser gewesen. Also, das ist jetzt besser gewesen, als wir in mir selber. Alhamdulillah! Genau. Wir haben gesiegt! Das Wort des Propheten wird hier verkündet. Sieg! Das bringt sie überhaupt nicht da unten. Wir müssen sie versklaven. 2 Autorität, minus 1 Security. Der Schutz geht leider ein bisschen weg. Haben wir nicht gesagt, wir wollen eine Burg machen? Was machen wir hier oben? Machen wir hier die Burg? Ja. Können wir lassen hier die Stadt. Dann machen wir doch mal direkt. Auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. So. Eben genau deshalb habe ich auch die Leute versklavt. Okay. Gut. Also eine neue Stadt haben wir unser. Medina. Kenne ich davon irgendwo. Ich kann keinen Screenshot so machen. Lassen wir das mal. Diesen nach dem Part. Aber wir haben eine neue Stadt. Und genau, hier haben wir einfach die wegen dem Kreuzzug die Informationen über diese Stadt. Da ja, mein Meister. Gemacht. Wo ist der andere? Da ist ja da oben. Und der. Na? Es ist so schön, wieder mal ein rundenbasierendes Spiel zu spielen. Ich muss das öfters machen. Aber ich habe immer so ein bisschen ungutes Gefühl, weil es in Runden ist und nicht live. Sich da irgendwie fast zu wenig mache oder Saida, mächtiger es halt Sultan. Nur so mache, dass Sultan. Ich dann in der nächsten Runde doch wieder Probleme habe. Wie ihr wünscht, Sultan. Aber das gibt's, oder? Das ist der Erfahrung. Wie ihr wünscht, Sultan.
Hier raste ich, Sultan. Und wenn man halt nicht so viele Spiele spielt, die rundenbasiert sind, haben wir einfach diese Erfahrung nicht richtig Schwäche. Die Loyalität wegen Lord Hochdiener. Construction complete. Die Stadt ist jetzt gewachsen oder müssen wir jetzt nochmals. Aha, wir müssen jetzt nochmals irgendwas bauen. Ist das dann einfach die weitere höhere Stufe dann? Karawanstopp ist auch genau zum Traden. Und ich denke, wir machen das hier. Also wir brauchen irgendwie. Okay, der Handel läuft hier schon ein bisschen zu dieser Stadt oder zu. Ja, wahrscheinlich schon. Dann haben wir Minen geben halt auch ein bisschen Geld. Ich weiß noch, in Rom war es immer sehr wichtig, dieses Elf-Bonus höher zu machen. Und auch die Aufstockungs- und ja, Leben geben den Truppen ist ein bisschen geringer. Ja, so langsam dauern die Gebäude sehr lange. Also Health haben wir eigentlich noch genug. Ja. Das nicht irgendwie. Wir haben sogar Health. Deshalb immer zuerst natürlich nochmals die Stadt wachsen lassen. Wir haben aber 7000 und 4,5 Wachstum. Das reicht völlig aus, wenn wir da das andere nehmen. Und ja, Krieg hat Frankreich gegen Lyon. Und zusammen im Verbündet ist jetzt Kartoffel und unsere Nachbarn, die Türken. Okay, sehr schön. Ah ja, genau, hier oben unbedingt auf Low machen. Das haben wir noch vergessen. Gut, unser Königreich ist schon sehr groß. Drei Städte zwar nur. Groß. Das hilft mir schon weiter. Also ich muss jetzt unbedingt wissen, ob es sich lohnt, hier nach Norden zu gehen. Was ist der Wille des Sultans? Oh, eben, wir haben ich kann halt doch nicht hin. Ah, die gehen jetzt nach Norden. Oder die kommen jetzt zurück. Ja, wir gehen Meister, einfach auf die andere Seite. Wie ihr wünscht, Sultan. So. Hier raste ich, Sultan. Und hier haben wir eigentlich bald. Nein, eine Runde. So. Dann schauen wir hier noch. Saida, mächtiger Sultan. Nächste Runde, bim bim bum. Nächste Saufrunde. Ja, wir saufen. Oh. Was ist das für ein Kohl? Das sind irgendwelche Deutsche. Hä? Wir sehen es gerade nicht, aber die haben irgendwie Krieg dort. Also die haben jetzt gerade einen Kampf. Oder eine Belagerung. Sind die schon dort? Kann das sein? Okay, wenn der schon sehr, sehr viel Leben hat, aber hat keinen Effekt. Dann ist ja gut. So. Ja, mein Meister. Ja, wir sind da. Ich bitte um eine Audienz, mächtiger Sultan. Handelsrecht. Ja, ja, Handelsrecht. Hä? Die Mission ist aber noch nicht vorbei. Das ist nicht Bulgarien, das ist Russland. Wohin müssen? Nein, nicht dein Ernst. Wir haben noch zwei Runden. Wie ihr Zeit. Wünscht, Sultan. Das sind die Bulgaren. Da oben sind einfach schon mal die Russen. Du die Fuli Religious. Ja. Okay, dann haben wir die Diebesgilde. Wir müssen unbedingt jetzt Spione holen. Aber Erkunder. Da haben wir. Sollten wir eigentlich jetzt auch das Gehöft machen? Die Rots sind auch wichtig. Ah, ich habe nichts. Sonst zum Verteidigen. Wir haben gerade ein kleines Problem, dass wir einfach weniger Truppen sind. Ipschi, Ungläubiger. Oder stellt euch dem mächtigen Islam. Nicht unbedingt.
Wir werden schon den Kampf gewinnen. Wir könnten aber ein paar Leute noch runterholen. Wie kann ich dienen, Soldat? Lange Schatten beenden die heutige Reise. Ah, genau, und hier ist normal. Welche sind am besten? Nehmen wir den und den. So, sehr gut. Hier haben wir sicher noch einen. Ja. Also, weil du alt bist, schauen wir einfach mal, ob wir die kriegen können. Wir können wirklich in dem Spiel doch ein paar Kammer verlieben. Dass wir die nicht verlieren, sozusagen. Das kann ich nicht tun. Ja, der geht nicht mehr. Das kann ich nicht tun. Gehört halt ihm. Wie mein Sultan befiehlt. So, wir marschieren bei ersten Tageslicht. Okay. Wir brauchen die Soldaten irgendwo anders. Befehle? Wie kann ich dienen, Sultan? Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass der weiterrennen kann. Befehle? Wir rücken ab, Sultan! Wie mein Sultan befiehlt. Und die anderen ohne Familienmitglied und so können wir auch besser dienen. Beim ersten Tageslicht. So, und ich glaube, ich mache zuerst den hier. Okay, das ist ein bisschen besser. Weil wir könnten die Stadt mitsamt gutem General wieder Was verlieren. Ist der Wille des Sultans? Finde ich nicht so gut, wenn das so ist. Ihr wünscht? So. Nam. Wie ihr wünscht, Sultan. Nam. Nam. Hier muss doch hier was sein. Raste ich, Sultan. Das gehört uns. Es kann schon hier sein, dass wirklich hier gar keine Stadt ist. Hier raste ich, so weit auseinander sind. Und leider unseren Verbündeten gehört. Ja, nicht Verbündete, die Oströme, aber ja, wollen wir jetzt noch nicht kriegen. Ja, mein Meister. So. Jetzt werden wir wahrscheinlich angegriffen, da die Stadt im Süden. Ach, schon klar, wenn so ein gigantisches Reich ja merkt, wir sind Krieg. Wir machen Krieg, dass die kommen. Okay, hier ist scheinbar. Hä? Das sind das. Das sind die Nomaden gewesen. Oder Merchants. Okay, den Franzosen, die haben auch wieder ihr Land. Wieso heißt denn das immer? Ist das aus irgendwelchem anderen Grund? Sultan! Wir marschieren! Wie mein Sultan befiehlt. Okay, wir haben ja ein Kessel. Jetzt machen wir mal das Kessel größer. Und jetzt haben wir auch die Bogenschützen. Genau. So, die suchen gerade ja, eine gute Angriffsfläche. Wie mein Sultan befiehlt. Wie mein Sultan befiehlt. Und ja, wir haben nochmal Scapefeller natürlich. Der Gildenmeister. Almuster. Welcher ist der Almuster? Das ist er nicht. Ist wie das? Mein Sultan befiehlt. Nein. Aber Almuster ist ja nicht der König. Nein. Ah, vielleicht der hier. Okay. Meine Augen sind die euren. So, eine Rebellenarmee. Gleich mal zerstören, damit der Handel. Wie mein Sultan befiehlt. Befehle? Sultan! Wir stellen uns ihnen ehrenvoll. Alhamdulillah! Easy. Also wir machen bald wieder eine Schlacht, aber Alhamdulillah! Allah hat uns den Sieg geschenkt! Hat man jetzt noch nicht. So, und er muss halt auch kämpfen und deshalb mache ich einmal gegen Rebellen Kämpfe. König muss natürlich auch kämpfen. So, also Krieg. Schottland gegen Fatmit. Das ist auch wegen dem Kreuzzug, die haben sich einfach ein halbes Jahr noch Zeit genommen. Frankreich hat mit Duliaka. Ich weiß nicht, was das ist, Duclia. Wes hat auch gegen Feld mit. Und Königreich Norwegen hat mit Polen Alliierten, okay. Jo. Es ist der Wille des Sultans. Wie es ist der Wille des Sultans. Saida, mächtiger Sultan.
Wie ihr wünscht, Sultan. Da muss doch irgendwo noch eine Stadt sein. Nam. Wie ihr wünscht, Sultan. Hier raste ich, Sultan. Meine Augen sind die eure. Erstmal hier. Ne? Hier halte ich an, Sultan. Also da, dann muss hier oben noch eine Stadt sein. Dann gehen wir lieber hier. Es ist der Wille des Sultans. Für heute ist die Reise. Genau, wie mein Sultan noch. Befiehlt. Und die hier kriegen wir auch. Genau. So, dann eine Ausbildungsstätte. Schön, schön, schön. Mir nimmt's mal Wunder, wie die anderen Königreiche wachsen. Also Frankreich wurde ja schon besser. Und was war noch für ein Reich, das ziemlich gemacht hat? Eigentlich Oströmer. Hm? Also in Kairo passiert nichts. Der Kreuzzug braucht, denke ich, lange. Nein, der König von Frankreich ist gestorben. Und von Burgund auch. Haben die sich gegenseitig angegriffen? Oh nein, ja. Oh nein, wir haben das gar nicht gemacht im letzten Part. Konnten wir auch nicht. Wir haben ja geschaut. Okay, die sind ein bisschen blöde. Wir konnten ja. Wir können nicht mit denen. Na, sind die gerade in Belagerung? Wie ihr wünscht, Sultan. Doch, sie sind in Belagerung, deshalb. Ja, dann ist klar, wieso wir das nicht machen konnten und es abgebrochen wurde. Weil wenn sie in Belagerung sind, können wir mit denen nichts machen. Sie sind einfach gefangen in ihrer Stadt. Ja. Okay, Medina, du bist jetzt gerade so weit, dass du eigentlich Soldaten. Okay, hier wird nicht wie mein Sultan befiehlt. Die belagern nicht. Der Sultan könnte man eigentlich aus der Stadt jetzt angreifen. Also wir sind stärker. Wie mein Sultan okay, einen Safe. Fühl mich noch nicht so gut. Also wir kaufen die 8. So. Wie mein Sultan befiehlt. Wie machen wir das? Befehle? Ja, Sultan! Wir sind zum Angriff bereit! Nacht geht nicht. Inshallah! Wann ist eigentlich Nacht? Im Winter? Hat das irgendwie so einen Einfluss, ob es im Sommer oder im Winter Nacht ist? Okay, wir haben aber keine Burg. Wir greifen auf freie Fläche an. Schatten. Heute habe ich ein bisschen mit dem Aussprechen, was ich denke. So, dann machen wir doch mal die hinten dran. Und die hier. Königswache. Hier. Einheiten gruppieren. Eisbürgen Süßen. Nein, ein bisschen weiter weg. So, wir haben jetzt keine Chance. Sie sind breiter als wir aufgestellt. Kommen die überhaupt? Wir sind so gut hier. Die haben Angst vor uns. Thank you.
Oh je. Yeah. Lange gehen. Wieso sind die jetzt hier so falsch und stehen? Sehr viel, weil die so zahlen müssen. Jetzt läuft doch endlich mal, ihr seid so langsam. Ich glaube, so in einem Sandbrunnen sollte man nicht kämpfen. Ey, wieso sind denn das für so Angsthasen? Dass ich einfach nur, weil das Spiel so ist. Okay, ja komm, ich vergessen das. Das ist eine verlorene Schlacht, also ist das nicht gerade gut. Allah sei uns gnädig. Die Ägypter sind einfach am Anfang viel zu stark. Also sie haben zu gute Truppen und so Sachen. Geschlagen. Und die können einfach Zieht belagern, obwohl sie sich vorher nicht belagert, also uns belagert haben. Ganz komisch, irgendwie checke ich das jetzt gerade noch nicht so. Aber das sind schnelle Truppen, wo sie haben. Dann haben wir keine Chance gegen so schnelle Truppen, die sich immer zurückziehen. Und so haben wir leider keine Chance. Deshalb warten wir, bis sie angreifen. Und bringt natürlich noch mehr Truppen aus. So. Okay. Gut. Assalamu alaikum. Also etwas kann man halt nicht genau weit wissen. So. Sollen wir Stärkung bringen? Sultan! Tun, wie kann ich dienen, Sultan? Wir rücken ab, Sultan! Versuchen zu bringen. Wir bleiben bis zum Morgengrauen hier. Ist auch nicht so schlimm. Wir bleiben bis zum Morgengrauen hier. Wir sind schon loyal genug, um ein bisschen herumzulaufen. Ja, so, mein und der hier geht. Wie ihr wünscht, Sultan. Nam. Oh, die kämpfen auch miteinander, denke ich mal. Ich halt, sehen halt ein bisschen inaktiver aus. Augen sind die eure. Ah, und hier ist die Stadt. Die wurde also wirklich eingenommen von den Sultan. Ja, wie ihr wünscht. Okay, dann ist das uns eher unser Ziel, ne? Müssen wir noch die ich werde Türken keine Spuren hinterlassen, ja. Sultan. Angreifen, auch wenn sie gute Beziehungen haben. Irgendwann wollen wir ja ihr Land haben. Okay. Dann schauen wir noch kurz hier hin. Ja, war ein interessanter Part. Es ist Was ein bisschen ist der mehr Wille jetzt des Sultans? Los, oder? Und wir gehen mit dem Diplomaten. Wie ihr wünscht, Sultan. Südosten. Nam. Ja, hier ist er. Hier raste ich, Sultan. Wir wieder noch mehr. Hier raste ich, Sultan. Gut, im nächsten hier Part sehen wir weiter. Sultan. Nochmal so ein Nein. So, Speichern ist wichtig. Das Spiel könnte manchmal Wie kann ich dienen, gemein Sultan? Sein. Jo, wie ihr gesehen habt in der Schlacht, die war nicht gerade so nett. Ja, die haben viele Bogenschützen, das war das Problem. Die viel zu schnell sind für unsere Speerträger. Wir brauchen schnellere Truppen. Ja, das ist das Wichtigste jetzt. Gut, dann
Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.